Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind immer noch im schönen Higashi Tower, stehen hier in der Anmeldung, sind so gut wie voll und Droni hängt irgendwo fest. Also eigentlich fast wie immer. Aber Droni wird es wohl hoffentlich irgendwann mal schaffen. Irgendwo wird Droni worum oxidieren. Wir nehmen erstmal einen guten Gulasch hier mit. Gucken da nochmal unter. War kein Tresor, ne? Nein. So, ich habe keine Ahnung, wo Droni rumfliegt. Aber irgendwann wird Droni wohl mal zu uns stoßen. Mistbecher, ja gut, haben wir in Massen. Oha. Zombies haben wir hier auch in Massen. Kommt mal her. Dankeschön. Bitte. Immer diese Escort-Damen hier, ne? Er schon wieder. So. Hubby! Mensch, kündige dich gefälligst an. Hau dir mir da auf die Füße. Mensch, das gibt doch einen großen C. So, ein bisschen Messing. Sehr schön. Was haben wir denn sonst noch? Jede Menge Stoff, was ich jetzt nicht alles abbauen werde. Sonst noch irgendwelchen medizinischen Schmarrn. Ach komm hier, nimm. Das ist Stoff. Honig wäre schön. Ich will meine paar Antibiotika, die ich habe, nicht verschwenden. Stoff, Stoff, hier, hau den auch noch rein. Gut, wir müssen wahrscheinlich gleich raus oder wir müssen da lang. Eins von beiden auf jeden Fall. Gucken wir erstmal hier rein. Noch mehr Schmerztabletten brauchen wir nur beim besten Willen. Hier, drück dir den nochmal rein. Und den nochmal. Unser Leben geht gar nicht voller. Das ist wegen der Schiffwunde, ne? Ich glaube, ja. Weiter müssen wir mit ziemlicher Sicherheit hier. Gut, wir nehmen mal auf jeden Fall den Gulasch hier mit. Ein bisschen Messing Eisen. Da ist noch mehr Eisen. Da ist noch mal Gulasch. Gut, wenn wir hoch müssen, dann gucken wir auf jeden Fall nochmal hier drin. Hm? Das kann ruhig gewissens mit, der sowieso. Das kann auch mit. Droni, Droni, ich bin enttäuscht von dir. Ich bin wirklich enttäuscht von dir. So, eher Hügi denn nicht? Mö. Echt? Der war doch mal größer, der Higashi Tower. Ja, Droni, der wird sowas recht so, dass du hier antrabst. Okay, munimäßig haben wir nicht so viel gefunden, wie ich gehofft hatte, aber wir nehmen das gute Schmuckstück. Weil hier dürfte gleich die Hölle los sein. Ich habe zwar keine Ahnung, wo die hier alle hocken, aber hier dürfte gleich echt die Hölle los sein. Wir sind hier ja so gut versteckt. Kann man die nicht irgendwie wachtrommeln? Das frage ich mich ja nicht jedes Mal, wo die alle stecken. Auf jeden Fall war ich in einer riesen Armee an Zombies. Ich frage es nur, wo? Komm, einer räucht da schon. Müsste nur ein Zombie anditschen, denn wenn sie alle wach. Also. Gut. Das hat Leute nichts geholfen. Gut, dann looten wir hier erstmal. Kaffee brauchen wir nicht. Komm, die kannst du reinzwirbeln, mein Freund. Ja, ja, trinken kannst auch gleich was. Du hast einmal weg. Den, ja, komm hier, den trink die erstmal. Kannst gleich alle vier reintrinken, ist Durst auf jeden Fall gelöscht. Sehr schön, sehr schön. Knochen kommt mit.
Ach komm hier, dann trinkt jeder einen auch noch rein. Ein Düschen. Du musst hier mal weg, mein Freund. Aber Droni hat es immer noch nicht geschafft, zu uns zu stoßen, ne? Ne? Wieso lässt sich das nicht looten? Naja, zumindest die Money kann man mitnehmen. Wo sind die Zombies denn hier? Das konntest du mir doch nicht erzählen, Mensch. Wenn du glaubst, dass ich hier jetzt blindlings in die Falle laufe. Hast du dich geschnitten? Jetzt haben wir sie weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hallo. Oh, was hier für eine Orme rumrennt. Sind aber auch gut versteckt. Das waren immer noch nicht alle. Aber schon mal ein großer Teil. So, die brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Das geht jetzt nicht. Dann trinken wir das eben. So, das ist Messing. Das konntest du trinken. Das nehmen wir mit. Das kann raus. Sehr schön, sehr schön. Bim, 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 bim. Das sind doch wohl jetzt nicht größtenteils Geier, oder? Aber Higashi Tower ist kleiner, als ich dachte. Abflug. Das sind nicht alles Geier. Da ist mal wieder ein Teil irgendwo hängen geblieben oben oder so. So, Stück für Stück gucken wir uns hier mal durch, auch wenn man sagen muss, das ist relativ hübsch hier oben. Das wollen wir nicht abstreiten. Dolich und die, den rotten wir. Hatte ich auch noch was? Wollen wir gleich mal gucken. Hallo? Ich weiß ja nicht, wo du auf einmal herkommst, mein Freund. Bleib liegen. Zwei Kollegen sind hier noch irgendwo. Die sind runtergefallen, wa? Mir erdulcht echt das Gefühl, die sind runtergefallen. Okay. Dankeschön. Ja, da gucken wir auch gleich nochmal. Ich meine, wir sind draußen. Ich hätte gedacht, jetzt schafft Rudi das mal, aber. Offenbar nicht. Nö, da ist ein Kollege. Hallo? So, jetzt fehlt nur noch einer und die ist vermutlich runtergefallen. Gut, eins nach dem anderen. Schuh, haben wir schon. Och, Droni, wo bist du? Tu mir das doch nicht an. Zeig mir Drohnen. Doch, hier ist irgendwo Drohnen.
Ich habe keine Ahnung, wo Droni hier festdümmelt. Aber die können mit. Die zerlegen wir, die brauchen wir eh nicht. Die nehmen wir mal mit. Gut, das ist zumindest Dorf, aber trotzdem, das tut doch nicht Not. Das tut absolut nicht Not, Droni. Ah, gut, die werden jetzt zwar kein Weltuntergang, aber trotzdem. Das sind aber wichtiger als Leder. Ich krieg doch so den Hauptloot nicht mit. So, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Gut, das haben wir eh einstecken. Der muss noch mit. Es hätte ja so wunderbar hingehauen, ne? Wenn Droni mitgespielt hätte. So, den kannst du so trinken. Das ist auch schön hier, ne? So ein Außengrillbereich und so. Danke. Ein bisschen Blei. Droni! Ja, hallo. So, warte mal. Eis und das kommt eh noch mehr. Aber das kann rinnen. Nitrat kann eigentlich auch rinnen. Messing kommt noch mehr. Die Stühle kommen rinnen. Das kommt rinnen. Das. Obwohl Blei kommt bestimmt noch mehr. Zack, zuck, zack, zack. Dort hier kommen alles rinnen. Muni haben wir. Gut, ich habe ein bisschen Schrot verballert, aber. Im Grunde genommen, wir haben ja auch schon wieder was im Auto. Haben wir mehr Muni als vorher? Ah, ein Träumchen. So. Ein Träumchen, ein Träumchen. So, hier wären wir, ne? Hier waren wir, jojo. Den hätten wir. Hier ist auch nichts drin, ne? Nein. Gut, den gucken wir mal hier. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, das Flatulinsenbrot. Hier, das kannst du denn. Gib wieder gut Durst. So, ich weiß nicht, ob da oben was ist, aber die haben mir die leider kaputt gemacht. Aber ich glaube, da oben ist er nichts. Hauptblut, ne, habe ich nicht vergessen. Den nehmen wir selbstverständlich mit. Den habe ich nicht vergessen. So, da ist noch ein bisschen Eisen. Aber wir haben ja Zeit, also ich hetze mich hier jetzt nicht ab. Da kommen wir noch zum guten Hauptblut. Aber einmal kurz hier gucken. Jo, ein bisschen Eisen und Messing noch. Hier noch was drauf? Nö, ne? Hm. Mö, hier waren wir auch schon, ne? Hier kommen wir wieder ganz oben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist leicht verwirrend hier oben. Ja. Nee, warte mal. Wir waren hier zwar, aber ich habe die Kiste da nicht gesehen. Ja, gut, brauchen wir jetzt auch nicht wirklich, aber wir gehen jetzt zum Hauptloot. So, dass wir einmal hier runter. Irgendwo hatte ich auch noch ein Waffentäschchen unter der Treppe gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber das finden wir schon noch. Erstmal hier rein. So, jede Menge Money. Gut. Ich glaube, wir haben Knüppel zum Verkaufen zu Hause. Einmal hin Stuff, das lassen wir hier. Na, guck, können wir gleich rauf machen. Der wird verkauft. Oh, B, Dorkan hier. Dors und das gleich rauf. Danke. So, auf jeden Fall mal kurz in die Kies-Dinko gehen. So viel Zeug muss auch sein. Ein wie schön. Gut, den lassen wir auch hier. Aber der kommt mit. So, Mund ist auf jeden Fall voll. Und dann wollen wir natürlich weiter. Okay, nein. Ich habe sie nicht vergessen. Ich weiß, dass ich sie beim letzten Mal hier vergessen habe. Diesmal nehmen wir sie mit. Aber bitte. Na, aufgehen, ja? Ja, Kratzer hilft wahre Wunder. Dankeschön. Oh ja. Alles verkaufen. Ja komm, was soll der Kreuz? Alles mit. Hier, der mit. Zum Glück haben wir in Droni umgeladen. Haben wir schon. Sehr schön. Aber auf jeden Fall, jetzt muss ich nochmal gucken, wo das war. Erstens brauchen wir noch den einen Zombie, der runtergefallen ist, um die Quest abzuschließen.
Zweitens will ich das auch in eine Waffentasche mitnehmen, was unter irgendeiner Treppe war. Und ich nicht mehr weiß, wo das war. Aber das finden wir schon noch. Das finden wir schon noch. Irgendwo muss es ja sein. Also entweder ist er resettet. Ja, muss ja, aber hier waren wir schon. Hier waren wir schon mehrmals. Aber ein bisschen mehr sehen. Gut. Dann brauchen wir den Zombie zumindest nicht suchen. Den hätten wir. Aber wo war jetzt das gute Treppchen? War das die hier? Hier. Ja. Da werden wir einmal reingucken. Kommen wir ran? Nicht? Okay. Ah, immerhin. Ne, MP5, ne? Da ist nichts hinter. Okay. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja, ja. Der ist resettet. Da waren wir definitiv schon. Gut, dann wollen wir runter jetzt. Oh, wir haben hier alles. Inklusive Hauptloot. Rein hier. Hüppala. So. Vielleicht schaffen wir es auch, ohne uns die Knochen zu brechen. So. Ich möchte gerne meine Blöcke da unten wieder mitnehmen. So. Sehr schön, sehr schön. Oh, mal hier rüber. Dankeschön. Schottendicht. Hier ist gut was los, du. Nächtliche Wanderrode, die hier gerade reinmarschiert ist, oder was? Spinni! So. Klingt nach ein paar mehr Leuten. Würde ich fast behaupten. Aber der Higashi Tower war wirklich mal weitaus größer. Entschuldigt mir so. Hey Wolfi, ich bin hier draußen. Die sind drin, ich bin draußen, oder was? To that note? Hallo, Jungs. Ich weiß, ihr seid nur geschmeißt, was nicht dazugehört. Aber kann man trotzdem umklatschen. Alles EP. Alles EP. Da ist noch so ein Tom. Hallo. Ey, immer mit der Ruhe. Irgendwo knibbelt auch noch was. Oder ein Spinny. Guck mal. Bip, bitte. Perfekt positioniert, mein Freund. Aber der Higashi Tower hat nachgelassen. So, rein damit. So, wir waren ja jetzt aber auch schneller durch als gedacht. Wir waren ja gerade mal drei Folgen, nicht mal ganz drei Folgen drin. Also das ist schon wenig, ehrlich gesagt. Aber munimäßig, Düle haben wir 26. Das ist nicht toll. Warte mal, Droni hat noch was, ne? Droni machen wir jetzt mal leer, um zu sehen, was wir so ins Gesamtbeute haben. Bip, 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 bip. So. Naja, gut. Wir haben ein bisschen 44er. 7,62 haben wir aber auch mehr rausgeholt. Sogar ein bisschen 9mm. Schrot haben wir auch mehr. Also so lasse ich mir das gefallen. Düle haben wir auch über 40 Stück. Wunderbar. Lüfter. Gut, wir sind mitten in der Nacht, können unsere Quest nicht abgeben, aber nach Hause fahren will ich so jetzt auch nicht. Wir fahren jetzt zum Airfrop. Der ist ja eh gleich hier vorne. Den zeigt er uns übrigens schon die ganze Zeit an, während wir dann in der Quest sind. Wie kommen wir da bloß am besten hin? Das ist eine gute Frage. Die muss auch irgendwo hier vorne sein.
Hallo Spinny. Ja, geh mir aus dem Weg, Wolfi. Ich weiß, dass wir hier schon ein paar Mal waren. Das ist dieses komische Grundstück hier, wo übrigens alles gespawnt ist, wie es da sieht. Aber unser Elf schrockt nicht hin, natürlich mitten auf diesem Grundstück, okay. So, hallo. Ach, Wolfi, mach einen Abflug. Jo, hier ist alles gespawnt. Ich habe natürlich alles aufgeweckt, ne? Aufwach, bitte. Ich wollte hier doch jetzt nicht looten. Hier waren wir schon zigmal. Ich wollte nur mal ein F robben. Ich hoffe mal, dass der Bär da drinnen schläft. Sehr schön. Gut, das nehmen wir mit. Da, darum wie schön. Mehr wollte ich gar nicht. Hier gibt es eh nichts zu holen für uns. So, runter vom Grundstück. Den fahren wir jetzt zur Quest, dann warten wir aber die Nacht ab. Mal gucken, wir werden bestimmt noch was in der Nähe der Quest finden. Was wir machen können, bis der Händler wieder aufmacht, wo er nach Hause fahren, tue ich nicht, bevor ich die Quest abgegeben habe. Das lohnt sich nicht. Ist auch gerade knapp Kilometer, Mensch. Sofern wir den Weg dahin finden, das ist noch so ein anderes Thema. Das sieht hier so verwinkelt aus. Irgendwie habe ich aber auch grundsätzlich das Pech, mit einer Nacht fertig zu werden mit der Quest. Nein, sauf doch nicht. Oh Gott, so. So, irgendwo in diesem richtigen Dingsbums da muss unser Jewel-Händler sein. Da wir in der Gegend eh noch nicht viel gemacht haben, werden wir da ein bisschen die Gegend erforschen. Wie es der Gute wieder aufmacht. Geht ja nicht anders. Was muss, das muss. Oha. Hallo Mauchi. Ja, biete du mal den Stein an. Ich weiß, es ist ein heiliger Stein. Ist irgendwie einer der Zombie-Götter oder sowas. Na, ich bin mal gespannt, wie der später in A21 mit dem Träger laufen soll. Also wenn das wirklich nur ein reiner Träger ist, ohne Hänger oder sowas dran, denn... Sehe ich nicht den Sinn da drin. Was willst du denn damit anfangen? Kriegst du ja nichts mit. Es sei denn, der hat ein riesen Inventar, was wiederum unrealistisch wäre. Na gut. Hier vorne muss der gut jedenfalls sein. Hallo, Alleinchen. So, hier ist der Gute. Natürlich nicht auf. So, Alleinchen, du lebst doch noch nicht hier. Bist du sauer? Oh, das war doch nur die Stoßstange. Nicht so schlimm. Jeder wird in seinem Leben mindestens einmal angefahren. Und der Jewel kommt auch. Hallo? Natürlich, falsche Taste. Gut, auf jeden Fall. Denke ich, laden wir das noch ins Auto ein. Denn passt das schon. Bären da. Ja. Gut, wir kriegen eh nicht mal allzu viel mit, aber Drohne ist immerhin leer, unser Inventar ist immerhin leer. Das ist doch schon mal was. Dann würde ich so gehen, wenn wir hier draußen noch ein bisschen die Gegend abforschen. Aber guck mal, wir haben hier so gut wie nichts. Der ganze hintere Händlerbereich ist alles noch unerforscht. Die City selber, die dazugehört, haben wir auch noch nicht allzu viel. Ich denke mal, wir werden hier wohl irgendwas entdecken. So schwer kann das nicht sein. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen. Bye, bye.